Hallo Leute, das ist die dritte Ausgabe des DigiGuess Wochenrückblick. Heute mal ausnahmsweise nicht mit Alexander, sondern mit mir, Volker. Ich bin politischer Referent beim Digitale Gesellschaft e.V. Und in der vergangenen Woche haben uns vier Themen besonders beschäftigt. Das ist zum einen die Vorratsdatenspeicherung, das ist die WLAN-Störerhaftung, die Safe-Harbor-Entscheidung des EuGH und ihre Folgen und schließlich die EU-PNR-Richtlinie zur Speicherung von Fluggastdaten. Ja, Thema Nummer eins, die Vorratsdatenspeicherung. Wir und andere haben schon lange gegen dieses Vorhaben der Großen Koalition protestiert. In dieser Woche ist es dann im Schnellverfahren durch den Bundestag gepeitscht worden. Anfang der Woche stand es noch nicht einmal auf den Tagesordnungen der relevanten Ausschüsse und des Plenums. Dann ging es plötzlich ganz schnell. Am Mittwoch war das Ding im Rechtsausschuss und am Freitag hat das Plenum dieses Gesetz beschlossen. Im Verhältnis zu dem eigentlich ursprünglichen Entwurf gab es keine wirklich wesentlichen Änderungen mehr. Insbesondere der Straftatbestand der Datenhehlerei, der die Arbeit von Journalisten und Whistleblowern gefährdet, wurde nicht mehr entschärft. Es ist nun lediglich eine Evaluierung vorgesehen, aber diese Evaluierung erst nach Ablauf von 3 Jahren und die nimmt dann die Bundesregierung auch selber vor, zwar unter Zuhilfenahme eines Sachverständigen, aber es bleibt eben dabei, die Bundesregierung sagt dann am Ende selbst, was sie von diesem Gesetz hält und was dabei rauskommt. Das kann man sich jetzt schon vorstellen. Weil das doch alles sehr merkwürdig ist und weil wir eben diese Form der anlasslosen Massenüberwachung ablehnen, haben wir am Freitag vor der entscheidenden Abstimmung im Bundestag gemeinsam mit anderen Gruppen, nämlich mit Kampakt, mit dem AK Vorrat, mit Digital Courage und weiteren Unterstützern vor dem Bundestag protestiert und deutlich gemacht, dass wir nicht bereit sind, diese anlasslose Protokollierung unseres gesamten Kommunikationsverhaltens zu akzeptieren. Wir werden uns deswegen weiterhin mit allen Mitteln, die uns zur Verfügung stehen, technisch, politisch und rechtlich dagegen zur Wehr setzen. Es heißt nicht, dass jetzt ab morgen all eure Kommunikationsdaten gespeichert werden. Es gibt in dem Gesetz eine Übergangsfrist von 18 Monaten, bis diese Speicherung tatsächlich passieren muss. Und mit ein bisschen Glück sind die Gerichte sogar schneller und kassieren dieses Gesetz ein, bevor es überhaupt tatsächlich eine Auswirkung hat. Ja, ein weiteres Thema, das uns beschäftigt hat, ist die WLAN-Störerhaftung. WLAN-Störerhaftung, das heißt, dass derjenige, der einen offenen WLAN-Hotspot betreibt, damit rechnen muss, für Rechtsverletzungen, die andere über sein WLAN begehen, kostenpflichtig abgemahnt zu werden. Und weil diese Rechtsunsicherheit besteht, haben wir in Deutschland gerade einmal 2 offene Hotspots auf 10.000 Einwohner. Damit liegen wir im internationalen Vergleich ganz weit hinten. Um diese Situation zu ändern, haben wir vom Digitale Gesellschaft e.V. schon 2012 einen entsprechenden Gesetzentwurf eingebracht. Der wurde dann auch von der Opposition aufgenommen und in den Bundestag eingebracht. Allerdings scheiterte er an den Stimmen der Großen Koalition. Die hat stattdessen einen eigenen Entwurf vorgelegt, der allerdings nur die bestehende Rechtsunsicherheit festschreibt. Das heißt, wenn dieser Entwurf in dieser Form durchkommt, dann wird es auch in Zukunft für private und kommerzielle Anbieter nicht möglich sein, in Deutschland rechtssicher offene WLAN-Hotspots zu betreiben. Besondere Probleme entstehen auch bei der Versorgung von Flüchtlingsunterkünften mit offenem WLAN. Dieser Entwurf der Bundesregierung soll Ende dieses Jahres, Anfang nächsten Jahres durch den Bundestag gehen. Und damit jetzt hier noch die notwendigen Verbesserungen vorgenommen werden können, haben wir gemeinsam mit der Initiative Freifunk eine Kampagne gestartet. Und auf der Kampagnenseite, da findet ihr ein vorbereitetes Schreiben, mit dem die Abgeordneten dazu aufgefordert werden, die notwendigen Verbesserungen an dem Entwurf vorzunehmen. Wir hoffen, dass ihr zahlreich teilnehmt. Und Links und weitere Infos dazu gibt es wie immer auf unserem Blog und natürlich auch unten in der Videobeschreibung. Weiterhin haben uns die Nachwirkungen der Safe-Harbor-Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs beschäftigt. Und nicht nur uns haben sie beschäftigt, sondern auch die Europäische Kommission, andere europäische Institutionen, Datenschutzbehörden und Unternehmen. Gerade die Kommission und Unternehmen waren ja unmittelbar nach der Entscheidung bemüht, sie so ein wenig herunterzuspielen und darauf hinzuweisen, dass das jetzt nicht das Ende der transatlantischen Datenflüsse bedeuten würde, und haben darauf hingewiesen, dass es ja zahlreiche andere Rechtsverfahren
Rechtsgrundlagen für solche Übermittlungen gäbe, nämlich Stichwort EU-Standardvertragsklauseln und Binding Corporate Rules. Wir hatten unmittelbar nach der Entscheidung schon darauf hingewiesen, dass auch diese Konstrukte keine Grundlagen für transatlantische Datenübermittlungen mehr sein können, denn nach dem Urteil liegt das Kernproblem tatsächlich in der Rechtslage in den USA, die es den Geheimdiensten erlaubt, quasi unbegrenzt Zugriff auf unsere Daten zu nehmen. Diese Erkenntnis setzt sich jetzt nach und nach immer mehr durch, beispielsweise in dieser Woche. Da war Safe Harbor Thema in verschiedenen Ausschüssen des Europäischen Parlaments, nämlich zum einen im LIBE-Ausschuss, also dem Ausschuss für bürgerliche Freiheiten, und im JURI, im Rechtsausschuss. Und dort war es eigentlich über die Fraktionen hinweg gemeinsame Ansicht, dass Datenübermittlungen so, wie sie bisher in die USA stattgefunden haben, nicht mehr stattfinden können, sondern dass sich da wesentliche Änderungen ergeben müssen. Auch der juristische Dienst des Europäischen Parlaments hat diese Ansicht vertreten. Und schließlich gab es auch noch eine ganz interessante Stellungnahme des unabhängigen Landeszentrums für Datenschutz in Schleswig-Holstein. Die stehen auch auf diesem Standpunkt und haben tatsächlich sogar angekündigt, in Zukunft Bußgelder zu verhängen, wenn diese Datenübermittlungen unverändert weitergehen. Was bedeutet das Ganze jetzt? Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie es weitergehen könnte. Entweder die USA müssten tatsächlich das Recht ihrer Geheimdienste grundlegend reformieren und müssten damit anfangen, die Zugriffsbefugnisse radikal zu begrenzen. Oder Facebook und ähnliche Unternehmen holen ihre Server in die Europäische Union und machen vielleicht sogar eine Ausgründung, sodass sie sich eben komplett den amerikanischen Gesetzen entziehen können und amerikanische Geheimdienste und der amerikanische Staat keine unmittelbare Handhabe mehr haben. Ein letzter interessanter Punkt, den man an diesem Urteil noch hervorheben kann, ist, dass eben dieses Urteil sich nicht alleine bezieht auf transatlantische Datenübermittlungen, sondern eigentlich generell auf den behördlichen Zugriff auf Daten. Das heißt, auch innerhalb der Europäischen Union brauchen wir eine Diskussion darüber, in welchem Maß Geheimdienste und andere Behörden Zugriff auf unsere Daten haben können. Diese Diskussion geht weiter und wird auch sicherlich sehr spannend bleiben. Auswirkungen könnte die Safe Harbor-Entscheidung auch auf unser viertes Thema haben. Das ist die Vorratsdatenspeicherung von Fluggastdaten, auch bekannt als Passenger Name Record. Die entsprechende Richtlinie war in dieser Woche Gegenstand einer Aussprache im Europäischen Parlament, genauer im Ausschuss für bürgerliche Freiheiten. Und es geht dabei darum, dass pro Flugbuchung bis zu 60 Einzeldaten gespeichert und für Behörden in der EU zugänglich gemacht werden sollen. Die verschiedenen Organe der EU, Rat, Parlament und Kommission, befinden sich da zurzeit in den sogenannten Trilogverhandlungen, also in den Hinterzimmerverhandlungen, in denen es darum geht, eine Kompromissfassung zu finden. Die Knackpunkte sind dabei insbesondere die Frage, ob innereuropäische Flüge gespeichert werden sollen. Das möchte gerne der Rat, das Parlament möchte das nicht. Und die Frage, ob es pro Mitgliedstaat einen Datenschutzbeauftragten geben soll, der über die Speicherung und die Nutzung dieser Fluggastdaten wacht. Das möchte der Rat gerne vermeiden, aus Kostengründen. Das Parlament möchte das aus Gründen des Datenschutzes aber natürlich gerne realisieren. Die Verhandlungen sollen bis Ende des Jahres abgeschlossen sein. Bis dahin soll diese Richtlinie zum Gesetz werden, die dann noch von den Mitgliedstaaten umgesetzt werden muss. Wie es damit weitergeht, erfahrt ihr bei uns auf dem Blog und natürlich auch in unserem Wochenrückblick. Wir halten euch auf dem Laufenden. Ja, das war die dritte Ausgabe unseres Wochenrückblicks. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Infos und weiterführende Links zu allen Themen findet ihr wie immer bei uns auf dem Blog und unten in der Videobeschreibung. Wir freuen uns auf euer Feedback und hoffen, dass ihr auch in der nächsten Woche wieder dabei seid. Tschüss!